willkommen, einen schönen guten Abend in einer relativ beengten Räumlichkeit der Akademie am Dom. Aber das ist einfach den momentanen Verordnungen und Maßnahmen geschuldet, dass wir zu diesen Bedingungen hier uns versammelt haben. Mein Name ist Ingrid Fischer, ich bin die Programmleiterin der Akademie und freue mich, dass Sie an diesem ersten Abend, nicht im heurigen Studienjahr, aber am ersten Abend einer fünfteiligen Reihe zu uns gekommen sind. Die ist von unserem Jahresthema inspiriert, das heißt ja Vertrauen, Krise, und nimmt jene fünf Ereignisse, Kränkungen, hat man sie genannt, des modernen Menschen auf zum Anlass, die das Selbstverständnis des Menschen, das Menschenbild bleibend verändert haben. Nicht ohne zuvor den Menschen eine Krise zu stürzen. Gegen Ende der Serie werden wir dann sehen, dass das nicht nur vergangene Krisen und Erschütterungen waren, sondern dass das auch heute stattfindet. Alle fünf Abende haben also die Frage nach dem Menschen, nach dem Menschsein zum zentralen Inhalt. In einem neuen Gesprächsformat und in wechselnden Perspektiven, um voneinander zu lernen und auch Positionen anzufragen, womöglich auch die eigene Position ein wenig anzufragen. Zum Format: alle Veranstaltungen sind interdisziplinär besetzt mit jeweils einem Gast aus einer Naturwissenschaft, einer Sozial- oder Humanwissenschaft, der zunächst einmal in einem Vortrag erläutern wird, worin, also besser gesagt, welche Erkenntnis oder welche Einsicht aus seiner Wissenschaft die jeweilige Kränkung oder Krise ausgelöst hat. Und anschließend führt eine Theologin, einmal ist ein Theologe, ein Gesprächsinterview mit dem Vortragenden, in das dann auch philosophisch-theologische Perspektiven eingebracht werden und so die Fragen und Konsequenzen für das Menschsein diskutiert werden. Unser Ansatz ist, dass die Wissenschaften in ihrer Universitas, Universität, Gesamtheit der Wissenschaften, zwar methodisch ohne einander auskommen müssen, wobei sie immer häufiger auch für ein gemeinsam gesetztes Ziel zusammenarbeiten, aber erst recht sind sie aufeinander angewiesen, wenn es um die Frage nach dem Ganzen geht, um die Frage nach dem Ganzen des Lebens, des Menschen und der Welt, also auch des Universums. Und heute Abend steigen wir ein mit dem Universum als Kosmos, aus dem die erste Kränkung und Verunsicherung des Menschen gekommen ist. Dazu begrüße ich und danke für Zeit und Kommen Franz Kerschbaum, Professor für beobachtende Astrophysik an der Universität Wien. Er ist nicht das erste Mal da und hoffentlich auch nicht das letzte Mal. Seine Schwerpunkte sind die Erforschung der Sternentwicklung, dann die astronomische Instrumentenentwicklung und Weltraumexperimente. Seine Gesprächspartnerin ist Marlene Deibel oder wird Marlene Deibel sein. Sie hat Philosophie und Wissenschaftstheorie in Wien studiert und ist jetzt als Universitätsassistentin im Fach Theologische Grundlagenforschung, das, was man früher Fundamentaltheologie genannt hat, tätig. Ja, ihre Schwerpunkte sind wissenschaftshistorische und theoretische Grenzfragen von Philosophie und Religionen. Also eins haben sie schon gemeinsam, nämlich das historische Interesse. Also wenn ich jetzt so Entwicklung und historische, aber mal schauen, was dann noch an Gemeinsamkeiten und an Diskurs auch sich zeigen wird. Ich höre jetzt auf zu sprechen, freue mich sehr auf Ihren Vortrag, herzlichen Dank, und dann darf ich dann weiteren, den zweiten Teil des Abends mit dem Gespräch in Ihre Hände legen. Danke für die freundliche Einführung. Ich glaube, das kann ein spannender Abend werden. Ich begrüße auch Sie ganz herzlich. Es ist für mich auch ein bisschen wieder ein neues Setting. Wir haben im letzten halben Jahr recht viel lernen müssen, wie man mit der Situation umgeht. Und ich bin sehr, sehr froh, dass das Ganze nicht abgesagt worden ist. Das war bis zuletzt, waren wir uns da natürlich nicht ganz sicher, ob wir irgendwie auf Rot springen oder so. Und sind wir froh, dass wir noch orange sind. Ne? Sonst hätte es auch zu einer Kränkung wahrscheinlich geführt. Für mich wäre es eine Kränkung gewesen, weil ich ganz gern daherkomme. Genau. De revolutionibus aus der Mitte geworfen. Das haben wir so an den Anfang hier gestellt. Und das zitiert natürlich den Titel
des Werks von Nicolaus Kopernikus aus dem Jahr 1543, die Revolution über das Orbium Celestium. Also da geht es um das Umschwingen der himmlischen Kreise. Ja? Da geht es eigentlich nicht um eine Revolution. Heutzutage wird man sagen, der hat sich einen tollen Titel ausgesucht. Ne? Der hat eigentlich inhaltlich was beschrieben, da geht es eigentlich um keine Revolution in der heutigen Konnotation, im heutigen Verständnis. Ich glaube, eine Bewegung eines Körpers auf einer Kreisbahn würde man heutzutage niemals Revolution bezeichnen. Er hat, wie gesagt, dadurch auch eine gewisse Tradition geschaffen und hat dem Werk einen Titel gegeben, das immer noch irgendwie passt, aber natürlich auch anders verstanden wird, dieser Titel. Er hat also 1543, und er hat da ein halbes Jahrhundert dran gearbeitet, das erste mathematisch formulierte heliozentrische Weltbild vorgestellt, um es so zu sagen. Ich sage bewusst das erste mathematisch richtig formulierte, weil es hat davor einige andere schon gegeben, auf das werde ich kommen. Mit diesem heliozentrischen Weltbild, das er da vorstellt, hat eine ganze Reihe von Willkürlichkeiten des geozentrischen Weltbilds viel besser, plausibler erklären können. Ich bringe nur ein Beispiel, das wären alles Details. Zum Beispiel die Planeten Merkur und Venus, von denen wir ja wissen, dass sie um die Sonne heutzutage kreisen, innerhalb der Erdbahn, die waren auch im geozentrischen Weltbild immer in der Nähe der Sonne. Das war irgendwie nicht klar, wenn jeder Planet seine eigene Sphäre hat und diese Sphären drehen sich da relativ frei um die Erde herum, dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum zwei Planeten immer so nah an der Sonne bleiben, weil die Sonne ja da nichts Besonderes wäre. Also diese Willkürlichkeiten, es gibt eine ganze Reihe anderer Willkürlichkeiten, die er damit sanieren konnte. Ja? Weil das ergibt sich ganz natürlich dann, wenn die Sonne das Zentrum ist. Wenn man das Werk in einem Satz zusammenfassen kann, ne, also des Berges an sich, ich habe es nicht gewagt, es mitzunehmen. Wir haben natürlich in Wien mehrere Erstausgaben, 250 existieren weltweit. Ich habe mir gedacht, ich habe kurz überlegt, ob ich es mitnehmen soll, ich habe es dann doch nicht gemacht. Das hätte man versichern müssen und so weiter. Ich habe Ihnen ein paar Originalbilder von unserem Original an der Uni Wien mitgebracht. Wir haben 4, möchte ich nur sagen, von den 250 in Wien. Also wir sind in Österreich sehr gut aufgestellt. Wenn man das Werk, das an sich quer durch gar nicht so besonders attraktiv ist, wenig Abbildungen, sehr unverständliche für die heutige Forschung, sehr unverständliche Darstellungen, zusammenfassen will, dann kann man das mit einem Satz, und den habe ich hier in dem Original unterstrichen, in medio vero omnium residet sol, also in dem wirklichen Zentrum des Ganzen sitzt eben die Sonne, und darunter gibt es auch die einzige attraktive Abbildung in dem ganzen dicken Werk, wo man halt wirklich dieses heliozentrische Weltbild schön dargestellt haben mit der Sonne, dem Merkur, Venus, Erde, der Mondbahn ist auch eingezeichnet, Mars, Jupiter, Saturn und außen die Fixsternsphäre. Also so hat er das dargestellt. Und so wie es hier einfach dargestellt hat, konnte er es eigentlich nicht gebrauchen. Er hat im Werk selbst schon eigentlich mit dieser Darstellung gebrochen, weil er hat sich auf Kreise versteift. Der Kreis als vollkommene Figur, von dem konnte er sich nicht lösen. Ja? Und hat deswegen wieder so Epizykle und Exzenter gebraucht, also Kreise, die auf Kreisen laufen, wie zeigt es dann später in einer Animation noch. Und das hat letztlich dazu geführt, dass das, was er nachher ausgerechnet hat, nicht sonderlich gut gepasst hat. Vor allem nicht besser gepasst hat, als was die Leute vorausgerechnet haben. Das hat der Rezeption war das am Anfang nicht förderlich, klarerweise. Normalerweise, wenn man so einen pragmatischen Zugang zur Wissenschaft hat, und das hatten damals auch schon Leute, dann ist das normal das Praktischere, das Bessere, das irgendwie die Welt besser beschreibt. Und seine Beschreibung war so rein augenscheinlich, dass der Mars an dem Datum dort steht, nicht wesentlich besser als das, was wir in Wien hier, Breuerbach und Regiomontanus, mit dem geozentrischen Weltbild ganz modern damals gerechnet haben. Ne? Also, wie gesagt, der Start war nicht sonderlich gut, rein von der Empirie her. Ein zweiter Punkt, gleich zu den Kränkungen, also sein In medio vero omnium residet sol, war aber nicht das erste, weil das haben sich einige anderen vorher auch schon gedacht. Und das im engeren Wortsinn ist es auch nicht sehr lang gültig geblieben. Das ist auch ganz spannend. Also es war eine ganz kurze Phase eigentlich, wo man darum gestritten hat, dass so ist, und dann war es schon wieder vorbei, weil es eigentlich nicht gestimmt hat. Also es ist eine recht spannende Sache, und darum will ich da ein bisschen einen geschichtlichen
über geschichtlichen Querschnitt ein bisschen zeigen, welche Weltbilder quasi dorthin geführt haben, welche Irrwege die Leute da gegangen sind und wie es dann auch ein bisschen weitergegangen ist. Die frühesten Weltbilder noch in vorschriftlicher Zeit kann man sich im Allgemeinen nur durch Abbildungen, durch Grafiken, durch Bauwerke erschließen, durch Begräbnisformen erschließen. Wenn man keine Beschreibung hat, kann man nur aus solchen Darstellungen erschließen, welche Weltbilder die Leute gehabt haben, wie sie sich die Welt erklärt haben, wie sie sie dargestellt haben. Und man kann mit guten Gründen annehmen, dass diese Weltbilder weniger mit einer, wie wir es heute sehen, physikalischen, physischen Naturbeschreibung zu tun gehabt hat, aber auch keinen prognostischen Anspruch gehabt hat, dass man sagt, was ist jetzt nächstes Jahr da genau, sondern eher mit einer Naturdeutung. Und das sieht man auch in weiterer Folge an den anderen Beispielen. Da geht es mehr darum, Unerklärliches irgendwie eine Bedeutung zu geben, einen Sinn daraus zu beziehen und so weiter. Was auch ganz spannend ist, und darum habe ich das Beispiel der Himmelsscheibe von Nebra genommen, dass wir kulturenübergreifend sehr ähnliche Bilder finden. Das ist ganz spannend. Sie werden sehen, was man da auf der Himmelsscheibe von Nebra aus Deutschland im Wesentlichen, aus dem heutigen Osten Deutschlands, sieht man ganz ähnlich in Ägypten zum Beispiel. Also entweder haben die zufällig das Gleiche gesehen, oder aber es hat einen kulturellen Austausch gegeben, dem man aus der heutigen Sicht gar nicht sich so einfach vorstellen kann. Ja, also das ist, man unterschätzt die Mobilität der damaligen Zeit. Um sich dieses Weltbild von Nebra ein bisschen vorzustellen, gibt es ja diese Grafik dazu, das ein bisschen visualisiert. Man hat also eine flach gedachte Erde, eine Scheibe da. War diese Scheibe hat eine Scheibe beschrieben, nämlich die Erdscheibe im Prinzip. Man hat dann da oben den Mond, die Plejaden, die Sonne verortet und interessanterweise findet man, ich gehe da nochmal zurück, auch diesen Bogen hier, der so feine Striche drauf hat. Und das hat man dann als Sonnenbarke interpretiert, der in der Nacht die Sonne vom westlichen Untergangspunkt auf die andere Seite, auf den Osten rüberbringt, damit der nächste Tag weitergeht. Und das führt mich jetzt gleich in den ägyptischen Bereich, wo man bei dieser Darstellung auch von etwa 2000 vor Christus genauso eine ähnliche Situation hat, wo hier die Göttin Nut, die Göttin des Himmels, den Himmel eben darstellt. Und dann haben wir wieder eine Sonnenbarke, die Sonne aus der Nachtseite, da angezeichnet hier durch diese Sterne, auf die Tagseite bringt. Also es ist ja ein ähnliches Verständnis von der Abläufe, wie man sich den Himmel so erklären kann. Im Ägyptischen haben wir natürlich schon schriftliche Kultur, da wissen wir sehr viel mehr über das Denken dieser Leute und da wird dann evident, dass so gut wie alles am Himmel da oben vergöttlicht wurde. Es wurde den einzelnen Elementen, die man so gesehen hat, der göttlichen Natur gegeben, auch den Abläufen teilweise göttliche Natur gegeben. Naturkräfte sind eigenständige Wesen, also die Natur war durchwoben durch ein göttliches Verständnis und wie gesagt auch personifiziert in diesen Elementen. Die Sonne selbst ist ein Gott oder der Himmel selbst ist ein Gott. Also mathematische Beschreibungen sucht man auch vergebens in dem Bereich, also da konnte man auch nicht viel prognostizieren. Man hat im späteren Bereich im ägyptischen Raum dann schon gewisse prognostische Dinge gemacht, die Jahreslänge bestimmt und solche Dinge, aber man konnte in keinster Weise ausrechnen, ich bringe das Beispiel, geht quer durch, wann dann, ob der Mars quasi, weiß nicht, im heutigen Jänner im Süden irgendwo steht oder so zu einer Uhrzeit. Das konnte man nicht ausrechnen, war auch nicht unbedingt das Ziel. Uns ein bisschen vertrauter, das altorientalische Weltbild, ein Beispiel für verschiedene altorientalische Weltbilder, so wie wir es aus der Bibel kennen. Da steht in der Genesis, dann sprach Gott, ein Gewölbe entstehe mitten im Wasser und scheide Wasser von Wasser. Gott machte also das Gewölbe und schied das Wasser unterhalb des Gewölbes vom Wasser, oberhalb des Gewölbes. So geschah es und Gott nannte dieses Gewölbe Himmel. Es wurde Abend und es wurde Morgen, zweiter Tag. Das geht natürlich, gibt es eine Vorgeschichte, eine Nachgeschichte, da wurde ja mehr erschaffen. Wenn man das Ganze ein bisschen visualisiert und alle Elemente im Alten Testament zusammenträgt, wie geometrisch ist dieses Weltbild, dann kann man sich, da gibt es noch die weiterführende jüdische Tradition natürlich, die da eingegangen ist, auch wiederum eine flache Erde, einen Himmel, der sich darüber wölbt und an dem eben die
Planeten, Sonne, Mond sich bewegen. Ja? Und hinter dem Ganzen steht jetzt quasi eher ein Gott, der das erschafft und der das Ganze trägt. Und diese Elemente, die Naturkräfte, die Sonne, Mond, Sterne, sind plötzlich keine Götter. Also die sind quasi dem Willen dieses Gottes unterworfen, der sich geschaffen hat und auch eben dann lenken kann. Ja, also das ist ein ganz anderer Zugang im Vergleich zu dem, was wir beim exemplarischen Ägyptischen gesehen haben. Das findet man aber auch in ganz anderen Kulturen. Ich verkürze das alles hier ganz stark. Und das sieht man auch sehr schön in anderen Zeugnissen im Alten Testament, dass die Sonne zum Beispiel Gott gehorcht. Also dass das nicht ein für sich ablaufendes Ding ist, sondern die Sonne macht das, weil Gott so will. Die Sonne, die aufging und wieder unterging, atemlos jagt sie zurück an den Ort, wo sie wieder aufgeht. Das ist jetzt die Himmelsbarke, also die Sonnenbarke, die da unten durchgeht, kommt dann noch ein bisschen vor. Atemlos macht sie es in der Nacht, auf die andere Seite zu kommen. Eine andere Sache, wo man jetzt mehr diese Allmacht und den Eingriff Gottes sieht, damals redete Josua mit dem Herrn, dann sagte er in Gegenwart der Israeliten, Sonne, bleib stehen über Gibeon und du Mond über dem Tal des Ayalon. Und die Sonne blieb stehen und der Mond stand still. Also da greift so richtig ein und diese Körper gehorchen. Und da geht es immer darum, dass die Sonne sich bewegt oder stehen bleibt. Das sind ganz klare Aussagen. Genauso bei Hiskia, bei den Königen. Für den Schatten ist es ein leichtes, 10 Stufen weiter abwärts zu gehen. Nein, er soll 10 Stufen rückwärts gehen. Da rief der Prophet Jesaja zum Herrn und dieser ließ den Schatten die 10 Stufen zurückgehen, die auf den Stufen des Ahas bereits herabgestiegen war. Naja, in der Heiligen Schrift findet man keine Abbildungen in der alten, aber natürlich steht es in einer Tradition, die man ganz leicht gefunden hat. Es gibt klassisch in der Zeit ägyptische Treppensonnenuhren. Da wirft also zum Beispiel diese Mauer hier auf diese Stufen einen Schatten. Ja? Und wenn die Sonne hochsteigt, dann wandert der Schatten da runter. Und auf der anderen Seite genau umgekehrt und um die Mittagszeit verwendet man diesen Würfel als Schattenwurf. Ja? Also man kann mit dem die Zeit messen. Und was erzählt die Geschichte? Ja, der liebe Gott kann sogar die Zeit anhalten. Ne? Der kann also den Lauf des Schattens umkehren, anhalten oder umkehren sogar. Das ist ja auch, das war ja, da ist ja gerade drum gegeben, der Hiskia hat ihm nicht geglaubt, dass Gott allmächtig ist und hat den quasi auf die Probe gestellt und hat ihm eine schwere Aufgabe wurde dem lieben Gott gestellt und das war eben das Rauf-Runterlaufen des Schattens. Das heißt wiederum, Gott hat Macht über den Lauf der Sonne. Und die Sonne läuft, das ist wichtig. Diese Beispiele wurden dann auch in späterer Zeit als in einer sehr direkten Bibelinterpretation, einer sehr wörtlichen Bibelverwendung, natürlich als Argument dagegen verwendet, dass die Sonne stillsteht. Ja? Weil da steht übrigens ganz eindeutig, die Sonne läuft und wird angehalten. Also das ist, da kann der Zugang, die Sonne steht still und die Erde bewegt sich, passt da zumindest zu dem Bereich in dieser wörtlichen Interpretation nicht dazu. Gut, ein paar Schritte weiter. Diese ersten Bilder, die wir gehabt haben von der Welt, waren eigentlich immer so, die Erde ist eine Scheibe. Ja, und der Rest bewegt sich da irgendwie drüber. Und auf der Scheibe, typischerweise, ist man im Zentrum der Scheibe. Natürlich die Hauptstadt des Reiches, das im Reich der Mitte oder auch sonst wo, im Zentrum, im babylonischen Bereich genau das Gleiche, im Zentrum stehen wir selbst. Also die Scheibe, wir sind in der Mitte der Scheibe. Und plötzlich, so beginnend im 6. Jahrhundert vor Christi Geburt, werden wir zum ersten Mal aus dem Zentrum rausgestoßen. Warum? Man hat erkannt, dass diese Scheibe nicht der Realität entspricht. Die Erde ist eine Kugel. 600 vor Christi Geburt, sukzessive über 300 Jahren wurden mehr und mehr Belege zusammengetragen, dass die Erde eine Kugel ist. Um 600 hat es nämlich die erste Afrika-Umrunde gegeben durch die Phönizier im Auftrag des Pharaos Necho II. Und die haben bemerkt, wenn sie nach Süden fahren, kommen die Sternbilder immer höher auf. Also wenn man nach Süden fährt und geht nach Norden, dann ändern sich im Süden die Höhen der Sternbilder. Das versteht jeder, wenn man nur ein bisschen eine geometrische Überlegung hat, dass man da irgendwie einer gekrümmten Kurve folgt. Also die Erde könnte nicht auch ein Zylinder sein, es hat auch so zylindrische Modelle gegeben, dass man, wenn man nach Süden geht, da irgendwie mehr sieht, weil das dann höher kommt. Ja? Das passt aber natürlich nicht, so ein Zylinder so einfach, wenn das Ganze auch noch rotieren soll und die Sterne sich bewegen und das für andere woanders auch gilt. Aber das hat schon mal angedeutet,
die Erde muss irgendwie rund sein. Vielleicht keine Kugel, aber vielleicht ein Zylinder oder so, eigenartig. Eine zweite Beobachtung, das sieht man hier angedeutet schon, mit dieser schönen alten illuminierten Handschrift 1245. Ich bringe da meistens diese Ausschnitte, nur dass sie beeindruckt sind, sind alles Bücher, die wir in Wien haben. Gell? Also die wir in Wien haben, diese Ausschnitte, wo man das sehr schön auch belegen kann, wie diese Vorstellungen dann auch später rezipiert worden ist. Man hat dann auch sukzessive so 400, 500 vor Christi mehr und mehr verstanden, was ist eine Mondfinsternis. Ja? Mondfinsternis passiert dann aus der heutigen Sicht kurz zur Wiederholung. Die Erde wirft im Prinzip einen Schatten auf den Mond. Die Sonne quasi, das passiert bei Vollmond. Normalerweise der Vollmond wird von der Sonne erleuchtet und die Erde ist ein bisschen oberhalb oder unterhalb des Lichtstrahls von der Sonne. Naja, aber wenn die Erde genau auf der Linie mit der Sonne steht, dann kann es einen Schatten werfen. Und die haben interessanterweise bemerkt, dass der Rand des Schattens immer ein Kreisbogen ist. Ja? Also im Prinzip, die Griechen haben sich ja mit dem Schattenwurf sehr beschäftigt, klarerweise, das kann man im Sand auch probieren und mit Dingen, und gesagt, na, wie ist die Form eines Schattens? Ja? Aus der Form eines Schattens kann man Rückschlüsse bekommen, welcher Körper oder welches Ding wirft einen Schatten. Das haben die Griechen viel drüber nachgedacht. Und das haben sie natürlich auch übertragen auch dann auf die Erde. Und sie sind draufgekommen, der Schatten ist immer ein Kreisbogen. Nun werden sie vielleicht sagen, eine Scheibe ist ja auch ein Kreis. Ne? Eine Scheibe könnte ja auch einen Kreisbogen werfen. Das stimmt, aber nur aus einer Richtung. Wenn die Scheibe hochkant steht und dann Schatten wirft. Wenn sie schief steht, wäre das dann so etwas Elliptisches. Ne? Oder wenn der Mond, die Finsternis passiert, wenn der Mond gerade aufgeht, na, dann würde man ja sehen, ob die Scheibe flach ist oder was nicht. Die wird verschiedene Begrenzungen haben. Und die Griechen waren klug, der einzige Körper, der, wurscht wie man ihn dreht, immer einen kreisförmigen Schatten wirft, ist die Kugel. Ne? Die Kugel ist ja was sehr Schönes, Ideales. Und so sind sie zur Kugel gekommen. Und das letzte Argument, das insbesondere auch Aristoteles verwendet hat, aber der hat sich auch mit der Mondfinsternis beschäftigt, war das kennen Sie alle, naja, wenn man auf einen Berg steigt, sieht man weiter, oder wenn man auf einen Baum steigt, sieht man weiter aufs Wasser rauf und in der Ferne die Schiffe, das waren ja alle Segler, das waren ja Seeleute, die Griechen natürlich, die haben diese Erfahrung auch gehabt, sieht man zuerst den Mast und dann den Rumpf. Naja, und das bedeutet, dass sich da offensichtlich irgendetwas vor uns aufwölbt. Ja, also da kommt etwas von unten rauf. Das kennt man, wenn man am Berg oben steht und sieht man keine Leute über der Kuppe und plötzlich kommen sie über die Kuppe rauf. Na, offensichtlich, weil sie höher kommen. Und das ist beim Wasser genau das Gleiche. Da habe ich diese wunderschöne Darstellung aus der Sphaera Materialis von Sacro Bosco gefunden, mit einer der ersten deutschen Drucke, die wir haben, 1519, von der Rund des Wassers. Ja, das ist ja so schön dargestellt, das Schiff mit dem Master, und da haben wir das Wasser, wie sie sich aufwölbt, zu dieser Person, die da auf einem Baum sitzt. Das sehen Sie natürlich nicht im Detail, aber sehr schön, von der Rund des Wassers. Und so wurde begründet, dass die Erde eine Kugel ist. Also, die Geschichte, die Sie vielleicht im Hintergrund haben, na, im Mittelalter haben Sie alle noch auf eine Scheibe geglaubt. Die gebildete Welt, die Wissenschaft, die Astronomie betrieben hat, da war echt, dass die Erde eine Kugel ist, etwas, was einige Jahrhunderte vor Christi Geburt schon gut etabliert war. Man hat diskutiert, ob die Kugel rotiert oder nicht. Ne? Aber, ja. Aber wir sind aus dem Zentrum geworfen. Warum? Die Kugel hat ja keinen bevorzugten Platz an der Oberfläche. Da sind alle, wenn man es von der Rotation von den Polen absieht, und da sind wir ganz sicher nicht, da wäre es jetzt frostiger, gibt es keinen ausgezeichneten Platz. Also es ist sehr demokratisch. Also eine Kugel, wurscht wo man ist, da gibt es keinen bevorzugten Platz. Das erste Mal aus der Mitte geworfen und eigentlich diese Frustration ist da schon passiert. Also so erreicht der Mitte gibt es dann da plötzlich nicht mehr. Man hat dann sukzessive parallel das geozentrische Weltbild mehr und mehr entwickelt. Man hat sich dann nicht nur überlegt, wie ist die Erde aufgebaut, sondern wie in Relation dazu sind jetzt die Sterne, Sonne, Mond anzuordnen, und etwa 350 einer Zeit Aristoteles in dem Bereich war das geozentrische Weltbild so formuliert, wie man es wiederum bei der Sphaera Materialis von Sacro Bosco von 1519 hier so wunderschön dargestellt haben. Wir haben also hier die Erde, dann haben wir das Wasser da drumherum, ja, und dann beginnt da außen die Sphäre, anschließend der Mond, ja, dann kommt Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, und draußen wird die Fixsternsphäre.
Und ganz draußen, angedeutet durch, diesen Kopf, der erste Beweger. Ja, das war sozusagen der griechische Zugang des ersten Bewegers, und im christlichen Bereich hat man dort natürlich dann Gott angesiedelt. Das heißt, man hat ein Bild gehabt, das sehr klar hierarchisch gegliedert war. Man hat unten die Niederungen der Erde, das Unedle, ja, nur tief unten ist ja die Hölle, ne? Wenn man nur weiter runter bohrt, wird es ja nur schlimmer. Und je weiter man raufkommt, desto mehr nähert man sich Gott oder dem ersten Beweger an. Das ist ganz witzig, das ist eigentlich ein Bruch mit dieser Idee des geozentrischen Weltbildes, das will ich gleich dazu sagen. Weil oft, wenn man nicht drüber nachdenkt, denkt man, geozentrisch, das ist so egozentrisch, anthropozentrisch, das ist so Besonderes. Nein, das ist der schlechteste Platz im Universum, ja? Am weitesten weg vom lieben Gott, vom ersten Beweger, genau in der Mitte. Ne? Also es ist eigentlich ein relativ bescheidener Platz, den die Erde da hat. Also, warum man um das so gekämpft hat, so lange ist da die Frage. Weil man ja da möglichst weit weg vom lieben Gott ist. Also man hat diese klare Hierarchie und man hat dieses Weltbild, dieses geozentrische Weltbild dann weiterentwickelt mit Details, mit Epizyklen und Exzenter, zu dem wir mit einem Bild noch kommen. Und den letzten Höhepunkt hat das Ganze erreicht hier in Wien durch Beuerbach und Regiomontanus im 15. Jahrhundert. Die haben eine ganz neue Mathematik entwickelt und das geozentrische Weltbild verwendet, um die genauesten Prognosen trotzdem am Himmel zu machen. Und das kleine Warnung sozusagen für alle, die genau Dinge ausrechnen und auch überprüfbar ausrechnen, dass man trotz einer genauen Rechnung und einer guten Prognostik falsch liegen kann. Oder eigentlich, ja, das ist so ähnlich. Sie müssen ja nicht verstehen, wie eine Lokomotive funktioniert, wenn Sie vorhersagen, wann sie wo ist. Sie haben die Gleise gesehen, aber wie der Motor funktioniert und warum das so ist, müssen Sie nicht wirklich verstehen. Ein Bild zu diesem komplizierten System, so könnte man sich ja das geozentrische Modell vorstellen, die Erde in der Mitte und alles kreist da so drumherum. Ich glaube, Sie sehen die Bewegungen. Aber genauso nicht funktioniert es, sondern es war viel komplizierter mit diesen Epizyklen und Exzenter, die wir seit etwa 100 nach Christi Geburt vom Ptolemäus haben. Und zwar ist es da so, dass der Mars, diese rote Kugel, sich um einen Mittelpunkt dreht, ja, und dieser Kreis hat nicht einmal einen Mittelpunkt auf der Erde, sondern ist auch wieder exzentrisch. Und der Planet macht dann so Schleifenbewegungen um diesen Punkt und der Punkt hat auch nicht als Mittelpunkt die Erde. Also es ist relativ kompliziert. Da gibt es teilweise nur Zugänge mit mehr so Hilfskreisen und das alles, um die Kreise zu retten. Ja? Er hat zwar dann gut den Himmel beschreiben können, wie die Planeten am Himmel wirklich so Schleifen machen und die Helligkeit ändern. Wenn alles immer im gleichen Abstand von der Erde ist, dann ändern sich ja keine Helligkeiten. Aber mit dem konnte man dann halt auch sagen, er kommt uns näher, geht weiter weg und so. Man hat damit die kristallenen Sphären natürlich durchbrochen, weil das geht dann nicht mit einer einfachen Schale, wenn sich da alles so wild bewegt. Aber man hat so irgendwie die Phänomene gerettet, wenn das das Schlagwort dazu ist. Man hat also mit Hilfskonstruktionen, die wirklich gut funktioniert haben, die Phänomene gerettet. Man hat aber eigentlich davor, und das sind auch wichtige Punkte, und das führt uns zum heliozentrischen Weltbild, sich damit schon beschäftigt, wie groß ist das Ganze. Weil diese Geometrie der Bahnen sagt ja noch nicht, wie groß ist das Ganze. Man hat also 250 vor Christi Geburt, Eratosthenes ist da zu nennen, erstmals schon den Erdumfang zu etwa 40.000 Kilometer bestimmt. Das hat er gemacht mit dem Schattenwurf, Unterschied zwischen Alexandria und Seen, und sie sehen sehr schön, heute, ich spreche modern drüber, die geografische Breite ist ja unterschiedlich, Seen ist ja deutlich südlicher als Alexandria, die Sonne steht deswegen ein bisschen höher, deswegen ist der Schatten, der geworfen wird, kürzer. Ne? Und aus dem Unterschied der Schattenlänge, wenn man weiß, wie weit von Alexandria nach Seen ist, ne, dann kann man einfach ausrechnen, wie groß der Radius. Diese Rechnung könnten Sie sofort machen. Also wenn der Abstand, der Winkelunterschied 1 Grad ist, vom Schattenwurf, der Winkel, ja, und ich habe den Abstand, ihr findet jetzt was, der Abstand ist 1000 Kilometer zwischen Alexandria und Seine, na, dann ist der Umfang einfach 360 mal so groß. Das ist die ganze Mathematik dahinter. Da braucht man keinen Sinus, keinen Cosinus. Und der hat ganz genial damit den Umfang der Erde schon sehr genau bestimmt, auf wenige Prozent genau.
beeindruckend. 250 vor Christus, also das zum Thema Erde ist eine Scheibe. Also die haben den Umfang genau gerechnet. Andere, relativ zeitgleich, haben noch weiter hinaus gewollt mit ihren Entfernungsschätzungen. Die haben sich überlegt, wie weit ist der Mond weg? Ich meine, davor haben die Leute geglaubt, die Erde ist so groß wie der Peloponnes und sie schwebt halt so in einer gewissen Höhe und fliegt da schnell drüber. Aber das haben so Leute wie dem Aristarch von Samos nicht genügt. Der hat sich überlegt, wie kann man jetzt wirklich diese Geometrie, aus der Geometrie was abschätzen. Und zwar hat sich der angeschaut, wiederum die Mondfinsternis, die Erde wirft dann Schatten auf den Mond. Ja? Und dieser Schatten, wenn man mal annimmt, als erste Näherung, die Sonne ist unendlich weit weg, nehmen wir das einmal an, dann ist die Frage, wie groß ist der Schatten, den die Erde wirft? Weil der Schatten ist ja, wenn etwas weit weg ist, das haben die Griechen bemerkt, der Schatten ist so groß wie die Person, wenn das Grad, der Schatten gerade auf die Oberfläche fällt. Das ist gleich groß. Also wenn ich die Fläche habe, ich habe da eine Kugel, mache eine Faust, der Schatten ist genauso groß wie die Kugel. Das heißt, ich kann den Schatten verwenden, um auszurechnen, wie groß ist dieses Ding? Die Erde haben wir aber schon gewusst, 440.000 Kilometer im Umfang, dann kann man den Durchmesser ausrechnen und man hat gesehen, wie viel größer ist der Schatten als der Mond. Klar, man hat ja die gesehen und man ist draufgekommen, der Mond ist circa 40% in der Größe von der Erde. Man wollte sich gewusst, wie groß ist der Mond. Ja, und jetzt geht es noch weiter, wenn man gleichzeitig weiß, wie groß der Winkel des Mondes am Himmel ist, kann man auch wieder ganz geometrisch einfach aussehen, wie weit der Mond ist, in Einheiten der Erddurchmesser. Und so ist er draufgekommen, der Mond ist circa 10-mal so weit entfernt, in seiner noch recht ungenauen Abschätzung, 10-mal so weit, so groß, so weit weg, wie die Erddurchmesser hat. Das stimmt nicht, wir wissen, das ist 40-mal so viel, aber es ist sozusagen, er hat damit geschätzt, gesehen, der Mond hat eine gewisse Größe, die Mond hat eine gewisse Entfernung. Also man kann plötzlich das Universum in der Nähe vermessen. Und er hat das noch für die Sonne gemacht, auch wiederum durch geometrische Abschätzungen, die jetzt nicht erklären wird. Da geht es im Wesentlichen darum, bei welchem Winkel der Halbmond passiert und so. Wenn die Sonne wieder unendlich weit weg ist, dann passiert der Halbmond zu einem gewissen Zeitpunkt und wenn das früher passiert. Und so ist er draufgekommen, dass die Sonne mindestens 180 Mal dem Erddurchmesser von der Erde entfernt ist. Also nicht so nah, die muss ziemlich weit weg sein und dass sie mindestens 7-mal so groß wie die Erde ist. Ist auch falsch, aber mindestens 7-mal so groß wie die Erde. Und dann wird es natürlich ein bisschen absurd. Plötzlich haben wir eine Sonne, die nicht so groß ist wie der Peloponnes, sondern die halt 7-mal so groß wie die Erde ist. Und dann denkt man natürlich nach, ist es dann plausibel, dass dieses riesige Ding sich so schnell bewegt, ja, und die Erde ruht, oder ist es nicht einfach plausibler, genau umgekehrt zu denken, dass das Große ruht und das Kleine sich bewegt. Und das waren ja Seefahrer nochmal, die wussten von relativen Bewegungen, dass man sich täuschen kann. Das schreiben sie auch, es gibt ja keine Originalwerke von Aristarch, aber die Rezeption später. Das war das Argument, auf einem ruhig fahrenden Schiff entlang der Küste ist man sich eigentlich nicht sicher, ob das Schiff sich bewegt, ja, oder die Küste. Ja. Ist natürlich jetzt ein bisschen absurd, weil wir ja wissen, aber Sie kennen das alles, wenn Sie im Zug sitzen. Ne? Sie sitzen im Zug, der fährt weg, der andere fährt weg, dann kriegen Sie plötzlich das Gefühl, Sie fahren weg, obwohl Sie stehen. Und genau dieses Gefühl von einer ruhigen Schifffahrt haben die auch schon erkannt. Wenn Sie zwei Schiffe begegnen, könnte ein stehen, das andere bewegt sich. Diese Relativität von Bewegung haben die erkannt. Ja? 300 vor Christus. Ja? Also ich sage es nur, Geometrie war klar, Dimensionen waren klar, auch schon gute Argumente für ein heliozentrisches Weltbild. Natürlich hat es andere Geometrien gegeben. Es war nicht so, dass sie gesagt haben, alle plötzlich heliozentrisches Weltbild. Es hat Ideen gegeben, zu erklären, warum zum Beispiel die Venus und der Merkur immer in der Nähe der Sonne sind. Sie haben sich gedacht, das Einfachste wäre, Merkur und Venus umkreisen die Sonne. Aber die Sonne umkreist die Erde. Und die anderen Planeten auch die Erde. Das ist dieses Weltbild hier. Aratus von Solü hat das 250 vor Christus zum Beispiel gezeigt. Das ist die Erde, das sind die anderen Planeten und da haben wir die Sonne und Merkur und Venus kreisen um die Sonne. Das hat man in späterer Form die ägyptische Hypothese genannt. Andere haben pyrozentrische Weltbilder entworfen. Ein Urfeuer im Mittelpunkt der Welt. Das sehen wir aber nicht, weil die Erde immer zufällig in die andere Richtung schaut.
Und gegenüber haben wir eine Gegenerde, damit das Ganze ausbalanciert ist. Auch die Sonne hat eine Gegensonne und wir kreisen alle um dieses Urfeuer. Das ist auch so ein Bild, wo die Erde nicht mehr im Zentrum ist. Also es hat eine gewisse Freiheit im Denken gegeben. Die Erde muss nicht im Zentrum sein. Und vielleicht täuschen wir uns, weil wir das ja nur so relativ betrachten können. Gut, großer Sprung zu Kopernikus gleich wieder zurück. Diese Traditionen kannte Kopernikus. Also die sind nicht verloren gegangen, von denen hat man nichts gewusst. Das wurde diskutiert, diese Alternativen. Auch Regiomontanus, Beuerbach, die das geozentrische Weltbild auf die Spitze gebracht haben, kannten diese anderen Zugänge, haben aber sich mathematisch eben dafür entschieden, es anders zu tun. Und auch Kopernikus hat sich eben mathematisch anders entschieden. Er hat eben die Sonne ins Zentrum getan, um diese Komplikationen ein bisschen zu reduzieren, ja, und hat, und das ist ganz wichtig, wir wissen ja nur indirekt, wie er wirklich gedacht hat, aber aus seinen Schriften, aus dem Weg dorthin, hat er das Ganze präsentiert als eine mathematische Hypothese, als eine mathematische Beschreibung des Himmels. Da ist nicht um die Physik gegangen, sondern die Mathematik. Und die Mathematik, da geht es um die Geometrie und um etwas vorher ausrechnen zu können. Das hat keinen weltbeschreibenden Anspruch. Das sind also zwei verschiedene Zugänge. Also ist es eine physische Weltbeschreibung oder ist es eine mathematische Beschreibung, damit man es ausrechnen kann. Und solange man eben diese mathematische Hypothese verwendet und damit was besser ausrechnen kann, steht es natürlich per Definition in keinem Widerspruch zu einer Offenbarung, weil in der Offenbarung steht nichts vom Ausrechnen, wann der Mars irgendwo steht. Also das ist doch egal. Also genau, darum hat das auch ursprünglich das keinen großen Widerspruch erzeugt. Das war nützlich. Man hat es auch für die Kalenderreform verwendet, teilweise seine Rechnungen. Es war dem Papst Paul III. Gewidmet. Das hat es keinen großen Konflikt gegeben. Sukzessive, aber dann rein in den nächsten 50 Jahren ist es immer evidenter geworden, dass mehr und mehr Leute auch darüber nachgedacht haben, naja, ist das nur mathematisch oder ist das vielleicht doch irgendwie steckt da eine Physis dahinter, eine Körperlichkeit, wird da wirklich eine Welt beschrieben. Und darum haben eben dann diese zwei verschiedenen Zugänge, physikalische Weltbeschreibung, mathematische Hypothese, dann auch im Galilei-Prozess, auf den ich gar nicht eingehen werde, 1633, dominiert. Das waren also da ganz wichtige Elemente. Und das sieht man sehr schön in dieser Randbemerkung aus unserer Ausgabe am Institut vom Kopernikus von 1543. Wir haben ja Bücher, die verwendet worden sind. Das ist der große Vorteil. Ja? Also Sie würden auf den ersten Blick, würde man sich denken, ein schön erhaltenes Exemplar von dem Buch, am besten noch eingeschweißt in die Folie, unaufgeschnitten, wie man es damals gehabt hat, wäre das Tollste vom Tollen. Na, das ist überhaupt nicht der Fall, weil den Text können Sie so auch lesen, da brauchen Sie kein Werk. Das Spannende sind Werke, wo viel drinnen steht, wo was ausgestrichen ist, wo Leute was dazu geschrieben haben, weil dann haben wir plötzlich die Rezeptionsgeschichte, dann wissen wir, was haben diese Werke ausgelöst. Und eine Sache, die ich gefunden habe in unserer Kopernikus-Erstausgabe, ist dieser Text her, den ich hier da angezeichnet habe, Autoritas ex testimonia exacta scriptura, und ich habe das da transkribiert, damit Sie es ein bisschen besser lesen können, zumindest in den vorderen Reihen, das ist nicht so leicht zu lesen, da steht Autoritas et testimonium ex sacra scriptura, also mit der Autorität und mit Zeugnis der Heiligen Schrift wird jetzt verkündet und was hingeschrieben. Und da schreiben sie halt, dass der liebe Gott zum Wasser gesagt hat, es möge sich bewegen, ja, und die Fische und so weiter, und das geht halt dann so weiter, und et Deus dicit producat terra. Und der liebe Gott hat zur Erde gesagt, sie möge produzieren, hervorbringen. Ja? Non dicit movere, est enim terra corpus immovens. Er hat nicht gesagt, beweg dich, weil die Erde ein unbeweglicher Körper ist. Also er wird ganz offensichtlich mit der Offenbarung, mit seiner freien Zitat, ein bisschen aus der Genesis, das passt alles nicht ganz genau zusammen, argumentiert, dass das, was in dem Buch steht, nicht stimmen kann. Oder zumindest nur eine mathematische Hypothese ist. Ganz spannend. Plötzlich beginnt die Welt lebendig zu werden, wenn man sowas liest. Wenn man da sieht, okay, das haben sie drüber gedacht. Teilweise sagen durchgestrichen, das ist dann manche Sachen auch unterstrichen. Das ist nicht von mir unterstrichen. Ja?
das Bewegen und das Produzieren. Das war das Wichtige in diesem Zitat. Und Überschrift natürlich, Autorität und Zeugnis. Gell? Also das war ganz wichtig, man sieht die Rezeptionsgeschichte. Natürlich hat es bewirkt, dieser Druck, ja, muss man schon sagen, dieser Druck, dass man sich Alternativen überlegt hat. Leute wollten diesen Schritt nicht mitgehen und der größte Beobachter des 16. Jahrhunderts, Tycho de Brahe, ganz großer Astronom, der auch ganz genaue Planetenbeobachtungen gemacht hat, mit seiner Schwester übrigens, ich glaube, Frau? Schwester, genau, mit seiner Schwester übrigens, ganz genaue Planetenbeobachtungen gemacht, die klar gezeigt haben, das geozentrische Weltbild funktioniert nicht. Der Hintergrund war, die Maßbahn ist sehr elliptisch und das hat er nicht gewusst natürlich. Und dann hat das alles nicht gepasst. Also man, so genau konnte man es mit geozentrischen Ausrechnen. Es hat überlegt, gibt es da Kompromisse? Und er hat die sogenannte ägyptische Hypothese, ich habe es Ihnen ja schon gesagt, weiterentwickelt. Also die Sonne kreist um die Erde, aber Merkur und Venus kreisen um die Sonne. Und er ist den nächsten Schritt gesagt, na, da können ja gleich alle Planeten um die Sonne kreisen, nur das ganze Ding kreist um die Erde. Also ja, es ist wirklich der Hund, der Schwanz wedelt mit dem Hund, aber es hat sozusagen irgendwie diese Lesart bestimmt. Und sein ich halte es nochmal an, sein Weltbild war dann so, dass er, ich gehe daher, dass ich beim Mikro bleibe, dass das die Erde ist, das ist die Sonne und alle anderen, schon der Jupiter hier mit den Jupitermonden, alles kreist dann letztlich um die Sonne. Und wenn man das Ganze animiert, schaut es dann so aus, die Sonne geht auf diesem Kreisbahn da um die Erde und alle anderen Planeten, die wurdeln da so um die Sonne herum, die zieht die so mit, das ist eine aufwendige Geschichte. Also die Sonne fliegt so und alles wurdelt so um die Sonne nur mit, aber damit konnte immer nur die Erde ruhen, ne? Damit ist sozusagen halt manche Sachen gerettet und so und es wird auch, ich mache mir ein bisschen lustig, und das ist ja wirklich sehr klug gewesen, was der gemacht hat und was andere davor auch gemacht haben, es wird auch das Phänomen gerettet, das wir alle spüren, unser Bauch nämlich. Haben Sie das Gefühl, dass Sie mit 20 Kilometer pro Sekunde oder 30 Kilometer pro Sekunde gerade darüber fliegen? Nein, ich nicht. Ne? Haben Sie das Gefühl, dass Sie mit 1000 km/h auf einer rotierenden Erdkugel sitzen? Die Oberfläche mit 1000 km/h? Nein, nicht wirklich, oder? Da geht kein Wind draußen und... Also meine Phänomene sind eigentlich... Mir wird irgendwie schlecht, wenn ich an das denke, das heliozentrische Weltbild, ne? Also das ist eigentlich unplausibel und da gibt auch andere viel, viel diffizilere Beobachtungen, die ganz gegen die Erdbewegung sprechen. Zum Beispiel haben die Griechen schon gehabt und auch später haben sie gesagt, naja, wenn die Erde sich bewegt, ja, dann müsste ein Stein, den man von der Spitze eines Mastes runterfallen lässt, wenn sie rotiert, dann würde der Stein nicht im Lot ankommen. Weil in der Zeit, wo er runterfällt, dreht sich die Erde ein bisschen weiter. Das sind kluge Überlegungen. Und da haben sie auch recht gehabt. Das ist ja wirklich so, dass der Stein nicht im Lot ankommt. Nur das ist so ein kleiner Effekt, weil die Erde so groß ist und der Abstand so gering, dass man den messen kann. Oder andere Geschichte, was auch so eine Überlegung war, dass man, zu dem kommen wir gleich noch, ja, zu dem kommen wir, das verrate nicht. Das ist eine andere Überlegung gibt es auch, die ganz klug ist, die auch von über hunderte Jahre davor schon gemacht hat, wie man bemerken müsste, dass sich die Erde sich bewegt. Erst Kepler ist dann diesen nächsten Schritt gegangen und hat mit den Beobachtungen des Tycho de Brahes das heliozentrische Weltbild in seiner Physik des Himmels, und jetzt haben wir einen ganz anderen Anspruch, physisch steckt da drin, ja, der hat gesagt, Astronomia Nova, Aetiologetos, also ursächlich begründet, und drunter Physica Coelestis. Ja. Und das Ganze aus der Bewegung des Sterns Mars abgeleitet aus den Beobachtungen des Tycho Brahe. Also der hat einen ganz anderen Anspruch. Der hat jetzt plötzlich nicht nur gesagt, das ist eine mathematische Hypothese, sondern wir beschreiben das da oben eigentlich mit Gesetzen, wie es herunten auch gelten. Wir wagen sogar darüber nachzudenken, warum das Ganze so ist. Also er hat sich dann nicht nur von den Kreisbahnen gelöst, ist draufgekommen, dass das Ellipsen sind, hat das Ganze dynamisch korrekt erklärt. Er hat darüber geschrieben, seitenweise geschrieben, warum die Planeten so fliegen. Er hat zuerst gedacht, naja, vielleicht sind sie irgendwie beseelt, irgendwas lenkt da drinnen, die fliegen halt, ein Geist ist da drinnen, der sie lenkt, oder Gott. Aber eine ganz wichtige Sache, am Schluss hat er gesagt, es könnte auch eine Zentralkraft sein, die von der Sonne ausgeht.
Der hat dann sowas wie Magnetismus gedacht, das kannte er, Magnetismus, und gesagt, es gibt Kräfte, also die Sonne könnte mit einem Magnetismus die Planeten mitreißen. Naja, er war, glaube ich, auf halbem Weg zur richtigen Erkenntnis. Also es ist ein ganz anderer Zugang zu Kopernikus, dem es um die Geometrie gegangen ist, ne, und die Mathematik. Der hat gerade darüber nachgedacht, na, warum ist das Ganze so? Und da er in die mathematische Beschreibung viel, viel besser war, konnte er super Vorhersagen machen. Also plötzlich fand die Planeten dort gestanden, wo er es ausgerechnet hat. Und das war natürlich, hat ihm zum Durchbruch geholfen. Also innerhalb kürzester Zeit, 50 Jahren, hat jeder, auch wenn das vielleicht nicht erlaubt war oder so, hat das verwendet. Auch die Jesuiten haben dann so gerechnet, alle haben die Sachen, die Tabellen verwendet, weil sie einfach gestimmt haben. Ne? Also das ist ein pragmatischer Zugang. Und das war ganz wichtig. Und jetzt kommen wir zu einer Vorhersage oder einer Idee, die Kepler gehabt hat, aber auch Kopernikus und andere Leute davor gehabt haben. Wenn die Erde sich bewegt, dann müsste man das auch an den Sternen bemerken. Ja? Wenn die Erde nämlich um die Sonne fliegt, dann schauen wir ja zu den Sternen. Das ist jetzt die Sonne hier, das ist die Erde, bewegt sie. Da haben wir im Hintergrund Stern und einen näher liegenden Stern. Dann schauen wir einmal von der Seite auf den Stern und dann steht in der Nähe dieses Sterns hier und ein halbes Jahr später sollte dieser Vordergrundstern an einer anderen Stelle sein. Das nennt man Parallaxe. Das haben sie in der 6. Klasse in der Schule gelernt, so wie man so die Höhe eines Turms ausrechnet. Die sagen so Zettel her, mit Sinus geht es und so. Und als der Daumensprung, das merken sie sofort, mit dem Daumen zwei Augen verwenden, dann ist ihre Standlinie ihr Augenabstand und da ist die Standlinie halt der Durchmesser der Erdbahn. Und das sollte man ja beobachten können. Und Kepler schreibt an Galileo Galilei. Die haben eine Korrespondenz gehabt, ganz spannend diese Briefe. Graz, 13. Oktober 1597. Nun möchte ich, weil der Kepler hat nichts gesehen, der hat sehr schlechte Augen gehabt und der Gusta Galilei ist ein guter Beobachter. Nun möchte ich noch eine Beobachtung von euch erbitten. Beobachtet um die Zeit des 19. Dezember die größte und kleinste Höhe des mittleren Schwanzsternes des großen Bären. Um den 26. Dezember beide Höhen des Polarsterns. Den ersten Stern beobachtet auch noch am 19. März und den zweiten um den 28. September. So werden wir doch miteinander den Ruhm eines bisher von niemandem versuchten, höchst bedeutsamen Problems ernten. Wenn man nämlich sieht, dass es bewegt, es hat nicht funktioniert. Der Galileo hat beobachtet und Jahrzehnte, ja, 100 Jahre nachher, hat man das immer noch nicht messen können. Und das wurde natürlich von den Gegnern des heliozentrischen Weltbilds verwendet. Also eine so eine logische Vorhersage, ja, die Parallaxe der Sterne. Ja. Aber was die nicht bedacht haben, ist, wie weit die Sterne weg sind. Das ist die Parallaxe bei den riesigen Entfernungen der Sterne und bei der Kleinheit der Erdbahn im Vergleich zum Abstand zu den Sternen keine Rolle spielt. Ja. Erst, und das ist ganz spannend, im Jahr 1838 hat Bessel relativ zufällig, gerade bei einem Stern gefunden, den 61 Cygni im Sternbild des Schwans, den wir jetzt im Sommer noch sehr schön gesehen haben, bemerkt, dass der ein bisschen wackelt. Und dann auch später auch bei der Vega, bei Alpha Lyrae hat man es auch bemerkt. Das sind zwei eher uns naheliegende Sterne, wo man gemerkt hat, die wackeln ein bisschen herum. Und das waren dann die ersten Entfernungen wirklich quasi in Kilometer zu Sternen. Ja? Und das hat also lang gedauert. Ja? Plötzlich hat das auch zu den Sternen eine Dimension bekommen und wir waren dann plötzlich sehr klein im Vergleich zu diesen riesigen Dimensionen. Man hat dann, und das ist ganz interessant, ist es zur nächsten Beleidigung gekommen. Schon Cusanus zum Beispiel, Giordano Bruno, Huygens haben so im 15., 16. Jahrhundert gesagt, die Sterne da oben am Himmel, ja, die könnten ja Sonnen sein. Und wenn die Sonnen sind, dann sind sie unglaublich weit weg. Ne? Also wenn man sagt, die Sterne sind nichts anderes als Sonnen, dann alleine durch ihre schwache Helligkeit müssen sie sehr weit weg sein. Also das ist ein erster Schluss, da kann man nicht irgendwas ausrechnen draus mit dem Zugang damals, aber das war ein Indiz für ein quasi unendliches All, riesig groß. Ja? Und haben damit natürlich dieses Korsett der Fixsternsphäre zerstört, weil das war quasi alle gleich weg und gleich außerhalb dieser Sphäre ist der liebe Gott. Ne? Also das war ganz ein anderer Zugang. Man hat dann mit dem Teleskop mehr und mehr gesehen und um 1800 hat Herschel nachgewiesen, ja, durch statistische Methoden, dass die Sterne weit weg sind
und dass wir bei den ganzen Sternen, die wir sehen, nicht in der Mitte stehen. Auf der einen Seite gibt es viel mehr als auf der anderen Seite. Also dass wir bei dem, was wir Milchstraße nennen, nicht im Zentrum stehen. Das heißt, die Erde ist nicht im Zentrum vom Sonnensystem, aber die Sonne ist auch nicht im Zentrum der Milchstraße. Und das war das damals plötzlich bekannte große Universum, die Milchstraße. Ja? Also wieder nicht im Zentrum. Ja? Wir sind auch an der Peripherie und so ist es weitergegangen. Ist nun diese Milchstraße das ganze Universum? Naja, und auch da, ich mag es kurz, ist man draufgekommen 1923, dass die Milchstraße eine von vielen ist. Man hat zu den ersten anderen Galaxien, Nebeln, wie man sie vorher genannt hat, Entfernungen bestimmen können. Das hat Hubble gemacht auf den Forschungen basierend von Henrietta Lea Witt, die draufgekommen ist, dass Sterne gewisser Art ganz gewisse Helligkeiten haben und man Sterne verwenden kann, um Entfernungen zu bestimmen. Also Henrietta Lea Witt ist da genauso wichtig wie Hubble. Und 1923 wurde eben dann letztlich gezeigt, dass unsere Milchstraße eine von vielen ist und dass das keine besonders große, keine besonders kleine ist und dass das Universum unendlich größer ist. Also unsere Milchstraße ist wiederum eine von unendlich vielen, die nächste Beleidigung, die nächste an den Rand. Und die letzte Beleidigung, dann bin ich schon fast fertig, geht auch zurück schon aufs Kepler und eigentlich auf die Zeit davor. Man hat auch vorher schon, Cusanus zum Beispiel, hat gesagt, man nehme an, kein Stern sei unbewohnt. Also die Idee, dass wir nicht allein im All sind, dass andere Sterne vielleicht auch Leben hervorgebracht hat, dass es dort Menschen vielleicht ähnlich zu uns gibt, war nicht neu. Also einige Forscher haben darüber nachgedacht. Kepler interessanterweise hat auch darüber nachgedacht und das war einer seiner größten Ängste. Und zwar wiederum ganz interessant, er schreibt 1606, diese Vorstellung eines unendlichen Alls, wenn alle Sterne Sonnen wären, ja, mit unendlich vielen Welten, führt, ich weiß nicht wie, einen geheimen Schauder in sich. Und in einem anderen Brief, im Prinzip an Galilei, das er dann in einem Buch auch veröffentlicht hat, ganz spannend, zeigt auch wiederum Rezeptionsgeschichte. Und zwar Vorgeschichte 1609, beobachtet Galileo Galilei und einige andere mit dem Fernrohr zum ersten Mal den Jupiter und sieht, dass neben dem Jupiter Sterne sind, die der Galilei dann noch den Medici gleich benennt, um an Geld zu kommen, die sich bewegen und ganz offensichtlich den Jupiter umkreisen. Und das hat er relativ bald publiziert, aber bevor es publiziert worden ist, ist halt einfach die Kunde durch Europa gelaufen. Da hat der Galileo Galilei beobachtet, dass Sterne um einen anderen Stern kreisen. Ja? Und das hört der Kepler. Ja? Und der Kepler schreibt, wenn du Galilei entdeckt hättest, dass um einen Fixstern Planeten kreisen, hätten auf mich bereits Ketten und Kerker gewartet bei den unzähligen Welten Brunus, der gesagt hat, genau, das ganze Universum ist riesig, und oder noch viel mehr, eher ein Exil in jener Unendlichkeit. Für den Augenblick hast du mich aber von der großen Angst erlöst. Wer dann gehört hat, dass das ja nur Monde sind, die um einen Jupiter kreisen. Also die Sterne sind nicht sehr weit weg, das ist dann nichts Besonderes. Ja? Und das spielt sich nur im Sonnensystem ab. Ne? Also der hat da Angst und Schauder gehabt. Aber er ist sich der Konsequenzen bewusst gewesen. Naja, die Angst war angebracht. Seit dem Jahr 1995 entdecken wir ja quasi am Fließband Planeten, die um andere Sterne kreisen. Ich habe nachgeschaut die Woche, wir kennen zurzeit 4.400 Planeten in 3.300 Sonnensystemen, die da herumkreisen. Das ist eine Visualisierung, wie die ihre Sterne da umkreisen, in einer schönen Form, ein bisschen in Relation zum Sonnensystem, natürlich in großen Distanzen. Und wir können heute plausibel annehmen, dass jeder zweite Stern da oben, das ja anscheinend Planeten hat. Und die anderen sind Doppel- oder Mehrfach-Sternsysteme. Das heißt, der Himmel ist voller Planetensysteme. Unseres ist kein besonderes. Wir sind im Sonnensystem irgendwo weiter draußen. Unsere Sonne ist bei der Milchstraße weiter draußen. Unsere Milchstraße ist eine von vielen. Das heißt, wir haben quasi eine Maximalkränkung. Ne? Und wie gehe ich jetzt damit um? Naja, ich gehe damit so um, dass ich mir das hier anschaue. Die moderne Kosmologie sagt nämlich eigentlich was Zusätzliches, und zwar durch die ähnliche Lichtgeschwindigkeit, ja, ist das Universum, das ich erfahren kann, das ich sehen kann, ja, dadurch definiert, dass seit dem Urknall das Licht Zeit hatte, zu mir zu kommen. Zu mir,
dem Franz Kerschbaum. Ja? Das heißt, das Universum, das ich sehe, ist eine Kugel und ich bin genau im Zentrum dieser Kugel. Also ich bin überhaupt nicht aus der Mitte gestoßen, sondern ich bin die Mitte des Universums und Sie brauchen nicht neidig sein. Sie alle sind mitten Ihres jeweiligen Universums. Das heißt, ein bisschen Tröstung findet man doch, wenn man auf den Himmel darauf schaut, so wie da in einer Nacht bei unserer letzten Sommerakademie Proszenze war das, in Südtirol, in Bozen. Bin ich heimgegangen nach einem tollen Vortrag, habe meine Kamera am Boden gelegt und habe zu den Sternen rausgeschaut und habe mir genau das gedacht, dass ich da irgendwie das Zentrum des Universums bin. Dankeschön. Im Moment gar nicht gemeinsam in der Mitte des Universums stehen. Ja. Sind aber richtig, ist ja ein Durchschnitt, diese Universen. Richtig allein gelassen hier vorne. Danke für den Vortrag, auch von meiner Seite. Jetzt hast du schon vorweggenommen, dass wir uns ja gar nicht gekränkt zu fühlen brauchen. Ich habe nämlich jetzt aus theologischer Perspektive länger überlegt, ob ich mich jetzt gekränkt fühle. Trotz längeren Meditierens ist irgendwie keine echte Kränkung bei mir aufgekommen. Es kann ja also sein, dass sich die Menschen tatsächlich auch durch die Exposition mit den modernen Naturwissenschaften seit Freud, der ja diese Kränkung postuliert hat. Bei ihm waren es, glaube ich, noch 3, werden immer mehr, jedes Jahr eine neue Kränkung. Oder wie oft findet man einen Stern mit einem neuen Planeten? Laufend. Fließbandproduktion, ja. Also das ist jetzt sozusagen, aber ich glaube, der erste tut weh, das ist so wie beim Kratzer im Auto, der erste Kratzer tut weh, aber der 100. Kratzer ist eigentlich, genau. Also wir nähern uns auch schon dem infiniten Regress, was die Kränkungen der Menschheit betrifft. Und Freud hat ja mit großer Bescheidenheit auch seine eigene Entdeckung des Unbewussten oder sein Postulat vom Unbewussten, ja, als die dritte und bislang größte Kränkung der Sehr Menschen in einer großen Bescheidenheit postuliert. Und was da aber dahinter steht und was vielleicht auch so ein bisschen hinter der Vorlesungsreihe steht, ist, und was wir uns aus theologischer Perspektive vielleicht fragen müssen, ist, welchen epistemischen Status hat denn für uns auf jetzt einer existenziellen Ebene, egal ob wir uns jetzt in Psychotherapie begeben oder ob wir zum lieben Gott beten, der jetzt Wo ist er denn jetzt? Da hat die moderne Astronomie wenig Antwort, gell? Oder habt ihr da noch jemand? Also nein, nicht so gar nicht. Ne? Also ich meine, der Zugang des quasi Lückenbüßer-Gottes, der halt immer zuständig ist für das, was wir gerade nicht verstehen und der irgendwo von der Ferne das irgendwie lenkt, das hat sich als Problem herausgestellt. Weil wenn er quasi in 1000 Kilometer Höhe ist und wir fliegen darauf wie der Gagarin oder in 100 Kilometer, merkt man, da ist er halt nicht so körperlich. Mhm. Und wenn wir dann die Fixsternsphären durchbrechen und den ersten Beweger so suchen, also immer wenn man ihn so verortet, tut man sich, glaube ich, schwer. Also und das, so gesehen haben wir diesen Zugang zur Seite gestellt, dass Naturwissenschaft, dass wir quasi den wirklich räumlich irgendwo verorten. Und die Entscheidung, wie man dann für sich selbst das Ganze verortet, das ist natürlich individuell und hat mit der Naturwissenschaft nichts mehr zu tun. Diese Anmaßung der Naturwissenschaft, die ist lang vorbei, dass wir da endgültige Antworten liefern könnten. Ja, das ist schon sehr spannend, denke ich, weil gerade aus theologischer Perspektive, ich bin ja Fundamentaltheologin, also theologische Grundlagenforscherin, wie wir vorher gehört haben. Also unser Fach fragt sich ja immer, wie wir die Theologie gegenüber, also ist ja eigentlich entstanden zu einer ähnlichen Zeit, interessanterweise, wie die neuzeitlichen Weltbilder, wie wir sozusagen die Theologie verteidigen können gegen wissenschaftliche Erkenntnisse oder wie wir die dogmatisch-christlichen Inhalte verantworten können gegenüber Menschen, die irgendwie nicht unterschreiben oder so und die dann traditionell ganz lang mit ihren anderen Dogmatiken gekommen sind und so weiter. Und da können wir uns vielleicht heute schon fragen, ist das nicht auch sehr befreiend, gerade im Umgang mit den Naturwissenschaften, dass die Naturwissenschaften uns nicht mehr sagen, wo Gott ist oder dass uns die Psychologie nicht mehr sagt, wo sozusagen unser innerer Dialog stattzufinden hat,
das glaube ich, ist eine recht, recht befreiende Sache. Und ich würde dich fragen, du hast gerade vom Angst und vom Schauder gesprochen. woher denkst du, kam der? Also wie haben wir uns vorzustellen, wie wir mit unserer modernen Psyche wirklich in mir gesucht, auch existenziell? Ich fühlt man einen Schauder, wenn man an sozusagen einen unendlichen Kosmos denkt. Aber ich meine, man fühlt ja jetzt als religiöser Mensch, ganz ehrlich gesagt, auch einen Schauder, wenn man an die potenziell unendliche Rache eines alttestamentlichen Gottes denkt oder an das Opfer am Kreuz oder so. Also religiösen Schauder empfindet man ja nicht unbedingt nur der natürlichen Welt gegenüber. Denkst du, dass die Menschen im Mittelalter, in der frühen Neuzeit, wie war da der Naturzugang? Wie hat man sich da empfunden? Ich glaube, wir kennen dieses Gefühl. Wir fühlen uns dort sicher und beheimatet, wo wir die Umgebung kennen. Wir kennen am besten unsere Wohnung, wo wir zu Hause sind. Und wenn wir vor die Tür gehen, wird es ein bisschen unsicherer, weil da könnten wir irgendwo hinkommen, wo wir halt die Regeln nicht kennen oder wo Leute lauern, die wir nicht kennen. Und es geht so weiter, wenn wir plötzlich in einem fremden Land materialisieren würden, dann sind wir noch unsicherer, weil wir die Gesetze nicht kennen. Also ich glaube, letztlich geht es darum, dass wir Erfahrung machen mit unserer Umgebung. Da kennen wir uns aus, ich weiß nicht, das Glas nimmt und aus, das fällt runter, mache ich jetzt nicht, aber wir machen Erfahrung mit unserer Umgebung. Wir kennen uns geografisch aus, aber auch von den Gesetzen. Und in dem Moment, wo ich diesen festen Boden verlasse, wo ich selber nicht mehr experimentieren kann, wo ich mir vielleicht nicht sicher bin, wie die Gesetze da sind, wie groß das Ganze überhaupt ist, werde ich unsicherer. Ne? Und ich glaube, eine zweite Sache, die schaut, das war schon auch das Spannungsfeld mit der Theologie. Du hast sehr schön gesagt, es ist für dich eine Befreiung, dass wir keinen Anspruch mehr Richtung der Theologie oder dem Glauben haben. Das beruht aber auf Gegenseitigkeit. Seit sich die Theologie oder Religionen immer anmaßen, die physische Welt zu erklären, sind auch wir ziemlich befreit. Ne? Also das geht in die Gegenrichtung genauso. Und dadurch ist der Konflikt geringer worden. Was wollte ich eigentlich sagen? Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld ist Kepler auch gestanden und andere dieser Zeit auch so. Das waren ganz gläubige Menschen. Kopernikus, sehr gläubig, das sieht man in jedem Zeugnis auch. Kepler, ganz gläubiger, bibelfester Protestant, Galileo Galilei, mit all seinen charakterlichen Schwächen, war ein gläubiger Mensch, nach jeglichen Zeugnissen, was man so sieht. Und die haben mit sich gerungen, wie sie das auf eine Reihe bringen. Die haben einfach eine moderne Bibelauslegung, dass man das als Bild sieht und nicht als Geschichtswerk und nicht als eine physische Welt beschreiben. Diese Widersprüche haben sie selbst irgendwie mitempfunden und haben ja quasi in ihren Schriften da auch was reingeschrieben, quasi entschuldigend, sich entschuldigend, dass sie das so schreiben, dass sie das so machen. Und das darf man nicht als Widerspruch zu dem und dem. Ich glaube, das war nicht nur die Angst vom Kerk oder dem Scheiterhaufen. Den meisten ist das ja überhaupt nicht angedroht gewesen. Das dramatisiert man an wenigen Fällen und da ist es eigentlich um immer ganz was anderes gegangen. Zum Beispiel Giordano Bruno ist auch nicht verbrannt worden für diesen Unendlichkeitsanspruch mit den Sternen. Und ich glaube, diese Angst ist da mitgekommen, diese Unsicherheit, sich selbst irgendwie in einen Konflikt zu bringen mit dem, was man nur glaubt. Wir haben dann für entspannteren Zugang, dass ich jetzt für mich als Christ sagen kann, naja, ich beschreibe die Welt und das ist in keinster Weise in einem Widerspruch zu einem Gottesbild, das ich mir halt so privat zurechtgelegt habe, weil ich da ganz einen anderen Zugang habe. Das war, dieser freie Zugang war damals, glaube ich, nicht sehr verbreitet. Ja, also das, ich denke auch, dass das eine ganz, ganz interessante Sache ist. Auch in der Zeit sind ja dann auch die ersten Gedanken zu dem Thema entstanden, überhaupt wie man Schrift interpretiert. Also da ist ja dann auch wieder die mehrfache Schriftauslegung, der mehrfache Schriftsinn, der vierfache Schriftsinn so wieder ausgegraben worden, eben von Cusanus aufwärts. Ich glaube, das ist eine sehr interessante, auch gemeinsame epistemische Entwicklung der Geistes- und Naturwissenschaften, die sich da so im Hintergrund auch abzeichnet. Also in der Zeit, es war ja auch die Zeit der Renaissance, da hatte ich eine inhaltliche Verständnisfrage. Du hast gesagt, die Thesen des Aristarch von Samos zum Beispiel sind nie in Vergessenheit geraten, sind dann ziemlich gesprungen.
Ja, ich habe mir jetzt das ganze Mittelalter nicht abgemüht. Ne? Wie war denn da die Traditionslinie? Ich weiß nur so aus der Theologie, aus meinem, aus der Kirchengeschichte sozusagen, die Kirchenväter und so, auch das Umfeld haben ja nicht in der Form die griechische Physik rezipiert, das war immer Aristoteles-Rezeption. Wie war denn da die durchgehende Traditionslinie? Der wesentliche Sprung war natürlich die Wiederbelebung dieser alten Schriften durch die Mauren im Wesentlichen, aus der arabischen Welt. Also ein guter Teil dieser griechischen Literatur ist ja im Original vernichtet worden, hat nicht überlebt und ist dann eigentlich durch eine Rezeption, teils über Spanien, dann aber auch teils über Venedig, nach Europa gekommen. Es hat dann auch kritische Neuübersetzungen gegeben, weil das haben sich ja viele Übersetzungsfehler eingeschlichen. Man beobachtet genau das Gleiche bei der Medizin, in der Medizin, die aus dem Griechischen teilweise gekommen ist. Also es hat da schon Brüche gegeben, weil die original griechischen Werke zum Großteil nicht überlebt haben. Und die Abschreibgeschichte und Übersetzungsgeschichte zu Fehlern geführt hat, das hat dann eben durchaus eben im 13. Jahrhundert Ansätze geben, das neu zu übersetzen, zu vergleichen, verschiedene Übersetzungen, wo könnten sich Fehler eingeschlichen haben. Da hat es ganz starke Entwicklung im spanischen Bereich gegeben und das ist sukzessive dann mehr auch nach Zentraleuropa reingekommen. Mhm. Also da hat es einen ganz starken so einen Kulturtransfer gegeben, wo quasi Altes aus dem direkt europäischen Umfeld wiederum über den Umweg, über Afrika teilweise und auch über Italien dann wieder da reingekommen ist. Also diese ganz durchgehende Tradition, das ist verkürzt gewesen, dass man jetzt sagt, im 8. Jahrhundert war das kein Thema. Im 8. Jahrhundert haben sie da wirklich wenig beschäftigt. Es war ja noch für die Hochscholastik nicht wirklich ein Thema. Ja, da war das nicht wirklich ein Thema und da war es eher so, dass also die Astronomie, wenn die im größeren europäischen Umfeld, wenn die wo geblüht hat, war das dann in der islamischen Welt. Da wurde viel beobachtet, sehr viele Instrumente entwickelt, zeitmäßige Instrumente entwickelt, aufgebaut auf die griechischen Dinge. Das ist eine ähnliche Beobachtung wird jeder Medizinhistoriker bestätigen, da war es auch sehr, sehr ähnlich. Ja. Und wie war das, nur um danach zu haken, weil wir ja so ein bisschen in der Kirchengeschichte hatten wir so ein bisschen das Gefühl, sozusagen die Hochscholastik, da hat man sich ja tatsächlich noch nicht so viel Physikalisch-Kosmologisches gefragt, wenn man zum Beispiel in die Summa Theologia reinschaut, wenig, also keine Astronomie, also war ein, das war ein theologisch, wichtig. Genau, das war interessanterweise sehr, sehr, sehr unwichtig. Was man sich eher gefragt hat, war so, wie die Engel von einem Ort zum anderen kommen, also auch so, also da waren schon so Dissonanzen zwischen sozusagen natürlichen Körperbewegungen und Schriftoffenbarung da. Aber das hat interessanterweise nie die Planetenbewegungen. Also ich habe auch ein bisschen beim Bonaventura reingeschaut. Die hat man nicht gebraucht. Man hat die Zeit. Das einzige Astronomische in der Zeit, was wichtig war, war die Zeit. Und da genügt die Sonne im Wesentlichen. Ja. Die wollte man genau messen, da hat es dann langsam schon Entwicklungen gegeben, die Zeit besser zu messen. Man wollte dann auch in der Nacht die Zeit messen, dann hat man aus dem Arabischen kommen die Astrolabien natürlich dann gehabt, dass man in der Nacht Gebetsstunden vielleicht abschätzen kann an Sternen. Aber das war quasi Hilfswissenschaft. Mhm. Also die Astronomie war überhaupt nicht dafür interessant, jetzt um irgendwie die Welt zu erklären, sondern halt um die Zeit zu messen. Ja. Ja, das ist schon spannend, dass wir da diese so ganz... Das Datum auszurechnen und solche Dinge. Ja, das ist wichtig. Das ist wichtig, genau. also ich glaube, das ist schon sehr interessant, sich diesen Umbruch nochmal vor Augen zu führen, der dann wirklich unser modernes Denken auch begründet, der offensichtlich auch wirklich eine ganz, also vielleicht gar nicht so in den konkreten wissenschaftlichen Ergebnissen so, in jeder Einzelwissenschaft einen Umbruch hatte, aber einfach eine ganz große denkerische Aufbruchsbewegung irgendwie involviert hat und in der Zeit, in der eben diese Werke am Entstehen waren, war aber auch ziemlich viel im Entstehen. Und das wäre meine nächste Frage, was aus heutiger Sicht, wenn man so an Paracelsus denkt oder so, erscheint uns das aus einer heutigen Sicht, wo wir statistische Wissenschaften ein bestimmtes Rationalitätsverständnis haben, das so im Laufe des 19. Jahrhunderts mit
den von dir schon erwähnten Tabellen, die ja damals auch schon gängig waren, tatsächlich noch einmal ganz stark geworden ist. Nämlich war da einfach State of the Art, zum Beispiel Alchemie zu betreiben. Mhm. Ja. Zum Beispiel der Tycho Brahe hat, glaube ich, auch nebenbei so Gold transformiert und so. Und das ist ja doch was, was uns relativ interessant erscheint, vor einem für unser Selbstverständnis relativ rationalistischen Weltbild sozusagen. Ich glaube, nur was man ausrechnen kann, haben die Leute in der frühen Neuzeit tatsächlich auf ihre Tabellen gesetzt, und auf der anderen Seite hatten sie Dinge, die wir also jetzt wirklich als absoluten Blödsinn abtun würden. Ja, was lernen wir da? Aber ich würde das nicht so als absoluten Blödsinn abwerten. Ja. Viele dieser Experimente, und so bewusst dieses Wort dabei, war auch schon eben ein neuer Zugang mit der Welt. Also man hat eben versucht herauszufinden, wie die Dinge so funktionieren. Mit dem Ziel von mir ist jetzt Gold zu schaffen oder so, das kann man als Ziel sehen. Aber viele dieser Experimente, ja, die Neugier... Normalerweise hat man das Gold eher vernichtet. Genau, da sind viele wissenschaftliche Existenzen gescheitert. Das gewachsene Interesse am menschlichen Körper, in der Botanik, diese Dinge. Also ich glaube, viele Dinge... wo wir heutzutage ein bisschen schmunzeln, weil man natürlich versucht, Dinge, die man sieht, dann doch irgendwie zu erklären. Und fürs Erklären hat man halt dann nur solche heute belächelte Dinge gehabt. Ich meine, von mir ist der Homunculus beim Spermium, ne, oder solche Dinge. Das ist ja weitergegangen bis in die mikroskopische Zeit hinein. Also, dass man solche Zugänge gewählt hat, wo wir heute drüber schmunzeln. Aber ich würde meinen, das war alles Ursprung dieser Bumbo-Ursprung, dass man einfach sich für die Natur mehr interessiert hat. Mhm. Und letztlich ist aus diesem, aus der Alchemie Chemie entstanden. Und um das Beispiel Magnetismus nur mal zu bringen, der Magnetismus war in der Zeit die einzige reproduzierbare Magie. Man hat etwas mit Unsichtbares, man hat nichts gesehen und man konnte damit was bewirken. Und das hat auch die Leute fasziniert. Und ich wollte da drauf kommen, wie hängt der Magnetismus auch das Elektrisieren, also das mit Katzenfell, so geht, da wurden Experimente gemacht, die man überhaupt nicht verstanden hat. Aber letztlich war das ein Naturinteresse. Ja? Also ich würde sagen, bei manchen Bereichen sind sie halt früher auf etwas draufgekommen, sage ich mal, das heute noch irgendwie vernünftig klingt, bei anderen Bereichen hat es länger gedauert. Ja. Weil man dazu eben Werkzeuge, wie zum Beispiel ein hochauflösendes Mikroskop gebraucht hat. Oder genaue Wagen und so weiter. Mhm. Also zu einer Chemie zu kommen, das ist nicht erst gegangen, wenn man sehr genaue Wagen zum Beispiel hatte. Und zum Beispiel Stoffe zu vergleichen, Ausgangsstoffe und Endresultate und so weiter. Da waren wichtige technische Entwicklungen dazu nötig, die einfach eine Zeit gebraucht haben. Ja. Bei uns war ja auch das Teleskop da ein Schlüsselinstrument, das bei ganz, ganz viel geändert hat. Ja, es ist aber schon spannend, weil... Ich weiß ja, also begebe ich mich jetzt natürlich auf ein bisschen ein blödes Terrain, aber zum Beispiel in dieser Alchemie-Debatte in der frühen Neuzeit war es ja sehr wichtig, dass man immer sozusagen makroskopische und mikroskopische Dinge auch irgendwie ganzheitlich verstanden hat und dass die einzelnen Wissenschaften jetzt weder in der Person des Ausführenden oder der Ausführenden voneinander getrennt waren. Und heute sehen wir fast die umgekehrte Tendenz. Also wir sehen ja auch eine zunehmende Fragmentierung einzelner Wissensbereiche. Ich meine, heute versucht man dem vielleicht ein bisschen entgegenzuwirken gerade, aber man sieht schon, man kommt nicht immer. Ich war einmal auf einer Konferenz mit so Teilchenphysikern. Wir haben 3 Tage gebraucht von 4, um uns gegenseitig das Wort Objekt zu erklären. Da sieht man halt, wie schwierig die Wissenschaftskommunikation, also nicht die Wissenschaftskommunikation nach außen, sondern tatsächliche Interdisziplinarität ist, während die frühe Neuzeit hat noch eine Person eben Alchemie und Physik und Chemie und Theologie und Vermehrung von Zwiebelpflanzen betrieben, ohne dass das sozusagen dieses, ist natürlich auch ein irgendwie wissenschaftshistorisch gewordenes Klischee des Universalgelehrten oder der Person, die sich dann auch ästhetisch, künstlerisch sehr stark, man hat es jetzt, finde ich, sehr schön gesehen an den Abbildungen,
Die heutigen Astronomie-Lehrbücher verwenden wahrscheinlich keine Kupferstiche oder keine Lichtprojektionen moderner Künstler mehr. Also, da ist ich würde sagen, ist gerade die Visualisierung ein ganz wichtiges, also eigener Forschungsbereich. Also hat man heute noch diese Ästhetik? Also die Visualisierung, da haben wir eigene Untergruppen, die sich nur mit der Visualisierung und so sehr, sehr komplexen Dinge beschäftigen, weil wir so komplexe Dinge nur verstehen können, indem wir sie auch gut visualisieren können. Für uns selbst. Das macht man nicht nur, man glaubt oft, die Visualisierung, der Hintergrund ist ein schönes Bild für Ich glaube immer, das ist für uns der Nein, nein, also es ist ganz so, dass also sehr komplexe Dinge für uns selbst erst dann verständlich werden oder wir uns Bilder machen können, wenn wir sie für uns so visualisieren, dass die wesentlichen Dinge quasi angefärbt sind. So, das Beispiel, jeder, der mikroskopiert hat, weiß, ich sehe in dem Mikroskop erst dann das Wichtige, wenn ich das richtige Ding, das Wichtige angefärbt habe. Das ist bildhaft jetzt gesprochen und genau dieses Anfärben der kritischen Dinge, die betreiben wir heute in allen Naturwissenschaften, dass wir Zugänge suchen müssen, um das Wesentlichen vom Unwesentlichen zu trennen. Und das ist ein ganz wichtiger Zugang. Eine Sache, die mir noch einfällt, weil ich parallel jetzt noch gedacht habe, du hast also diesen Widerspruch zwischen dem analytischen Zugang in der Astronomie, schon in der frühen Neuzeit da, und diesem alchemistischen Zugang, diese oft befremdlichen Erklärungen gebracht. Das sieht man wirklich beispielgebend im Leben von Kepler wiederum. Kepler ist genau an dieser Schwelle gestanden in dem Bereich und hat in sich das alles vereint. Ich habe schon seine tiefe Gläubigkeit angesprochen als Protestant, die ja besonders am Wort, an der Schrift hängt. Das war für ihn ganz schlimm. Gleichzeitig hat er aber auch in seinen astronomischen Zugängen noch wirklich herumgeirrt, das meine ich gar nicht negativ. Ich meine, er hat die Planetenbahnen, die Abstände zuerst nach harmonischen, musikalischen Grundsätzen geordnet, nach den platonischen Körpern geordnet. Da würde man sich ja heute am Kopf greifen, warum sollte es irgendwie zusammenpassen? Aber er hat halt den Schöpfer im Hintergrund gesehen, hat es vielleicht als Botschaft gesehen über die Harmonie der ganzen Schöpfung. Und das war für ihn eine ausreichende Erklärung, zu sagen, ja, deswegen sind die Abstände der Planetenbahnen so. Er hat sich dann von dem in weiterer Folge, wer gemerkt hat, das passt nicht wirklich, über Jahrzehnte hinweg ist er mehr und mehr draufgekommen, dass diese Harmonien da nicht so harmonisch sind, dass das nicht so einfach zusammenpasst. Und dann hat er eben dann darüber nachgedacht, na, warum fliegen die Planeten so? Und da hat er die Geister in den Planeten gesehen, das Beispiel schon gebracht, oder dann auch die so eine magnetische Kraft von der Sonne. Also er hat sich von manchen Ordnungsprinzipien dann ein bisschen gelöst, aber sein Leben lang sicher bis zuletzt damit gerungen, was er da anrichtet mit dem. Also da bin ich mir ganz sicher. Hat mein leider verstorbener Kollege Thomas Bosch, hat ein ganz tolles Werk, wenn Sie das interessiert, über Kepler geschrieben, eine Biografie, wo er diese Entwicklung in Kepler sehr schön in einer Biografie darstellt. Also wenn Sie suchen, Thomas Bosch, Kepler-Biografie ist vor ein paar Jahren, drei, vier Jahren rausgekommen. Die ziemliche Welt, aber ganz toll geschrieben auch, sehr gut lesbar geschrieben. Das ist ja heute auch zu befürchten, dass über uns in 500 Jahren wahrscheinlich nicht mehr so gute Bücher geschrieben werden können, weil unsere ganzen elektronischen Briefaufzeichnungen wechseln. Ich kann da einen Brief von Kepler an Galilei zitieren, das wird ganz schwer sein, meine Briefe SMS zu zitieren. WhatsApp, genau. Ja, ich finde es sehr spannend, also auch um das sozusagen, um jetzt gar nicht nur die Theologie zu verteidigen, aber vielleicht ist das auch in den Geisteswissenschaften, gerade in der Theologie, etwas, was wir uns vielleicht auch ein bisschen zu Herzen nehmen können, dass die Naturwissenschaften, die für uns ja so, wir glauben immer, ja, macht es da was mit Zahlen und dann kommt was ganz Fixes raus, was ja auch in einer gewissen Weise stimmt, aber dass ihr tatsächlich auch ästhetische Prinzipien in euren Erkenntnisprozessen anwendet, das ist vielleicht auch was ganz interessant ist, was man sich überhaupt im wissenschaftlichen Dialog ein bisschen sozusagen auf die Fahnen schreiben kann, sich auch mal gegenseitig ein Bild zu zeigen vielleicht, das wäre sehr interessant, weil
Gerade in der Theologie, gerade so im 19. Jahrhundert, im Ersten Vatikanum und so, da sagt man ja, es gibt eine doppelte Erkenntnisordnung und sozusagen man kennt halt was über die Natur und es ist schön, wenn die Leute was ausrechnen und darüber hinaus gibt es dann noch eben unsere übernatürliche Sphäre, damit man sich so ein bisschen von den ganz rationalen Naturwissenschaften abgrenzt. Da ist es für uns vielleicht auch interessant, es hat sich ja auch im Laufe des 20. Jahrhunderts immer mehr herausgestellt oder für die, die wirklich naturwissenschaftlich arbeiten, ist es wahrscheinlich eh keine große Überraschung, dass Objektivität, Rationalität und so halt auch nur relative Begriffe sind. Ich glaube, das ist für den wissenschaftlichen Dialog sehr schön. Und wir haben da auch ein sehr schönes Bild, das den gestirnten Himmel über mir zeigt. Jetzt sind wir beide ein bisschen daneben. Entschuldigung. Ne? Ja. Jetzt sind wir beide ein bisschen daneben. Also deiner Himmel ist mehr da drüben und meiner ist mehr da. Ne? Ja. Schwierig. Sehr da schwierig. Wir, damit wir den gleichen sind, müssen wir ganz zusammen, das dürfen wir nicht. Dann müssen wir den Babyelefanten entfernen. Aber so, solange wir sozusagen gemeinsam durch den Raum fliegen, wovor sollen wir uns jetzt noch fürchten, Franz? Weil ich bin ja Theologin und so im Christentum hat man ja immer ein Bedürfnis, sich vor irgendwas zu fürchten. Weil es heißt ja, fürchtet euch nicht, aber muss man sich ja vorher fürchten. Was ist denn fürchterlich noch an den Erkenntnissen modernen Naturwissenschaften? Ist es der potenziell unendlich, irgendwie das Universum wird ja immer größer, sehr strange, oder ist es die Perspektive, irgendwo wen zu finden, der vielleicht auch schon eine Offenbarungswahrheit hat, aber auf einem anderen Planeten sitzt? Oder? Also ich muss dich da enttäuschen, ich habe so, was das betrifft, diese im astronomischen Umfeld so gar keine Ängste. Okay. Da befürchte ich so gar nichts. Ich meine, wenn, dann fürchte ich mich vor uns selbst. Ich meine, quasi finden für heraus und ob wir mit dem, was wir herausfinden, gut umgehen und ob wir mit der Welt, die wir da so haben, gut umgehen. Ich meine, das sind eher meine Ängste und die teile ich natürlich mit unserer Jugend, aber auch mit der älteren Bevölkerung natürlich. Das sind meine Ängste. Natürlich jetzt nicht, dass ich panisch bin. Ich habe da sehr rationale Ängste, weil ich natürlich als Naturwissenschaftler da einen analytischen Zugang habe und jetzt nicht jeder Panik nachlaufe. Aber die Astronomie ist zum Glück relativ weit weg und die Gefahren, die da herkommen, sind entweder komplett unbekannt, also oder so weit weg. Also ich brauche mir die Klimakatastrophe, die durch die Sonne einmal ausgelöst wird, die dauert noch 500 Millionen Jahre, da tut uns nichts mehr weh. Ne? Die Klimakatastrophe, die wir selbst auslesen, die dauert ein bisschen weniger lang, bis die kommt. Und da können wir im Gegensatz zu der Sonne was dagegen machen oder zumindest damit ein bisschen besser umgehen. Und da teile ich sozusagen als Naturwissenschaftler ernst nehmend, was meine Kolleginnen und Kollegen in der Wissenschaft herausfinden, diese Ängste. Ja? Und versuche mich natürlich dann auch dementsprechend zu orientieren und zu handeln. Ja, ich glaube, das ist auch meine Bequemlichkeit stört. Ja, in der Theologie haben wir ja eine ähnliche Einstellung, nur wir würden sagen, ein bisschen beten zusätzlich, vielleicht auch gemeinsam, kann auch nicht schaden. Ja, danke, ich werde jetzt meine eigenen Fragen, obwohl ich noch viele hätte, unterbrechen. Wieder, ja. Hoffentlich. Ja. Falls die Ampel nicht auf Rot geht. Ja. Jedenfalls wollte ich jetzt die Fragemöglichkeiten ans Publikum weitergeben. Hat jemand eine Frage? Ich sehe hinten eine Frage, die Dame in Weiß. Normalerweise in solche Meetings, ich habe nicht Fragen, sondern was dazu sagen, im Sinne, nicht einmal im Konflikt. Und ich wollte sagen, dass zum Beispiel, es ist mir jetzt im Zusammenhang mit meinem Kopf die Sache gekommen, dass zum Beispiel Jesuiten, Geometrie, auch Kosmologie, also Astronomie und nicht so viel die Malerei, sondern ganz besonders die Architektur, beziehungsweise hauptsächlich wieder nur die Fassaden als der ganze Plan, dass der Barock, der lebendige Barock, also wo erfolgreiche Kompositionen waren, dann sieht man diese Ergebnisse, also neuen Ergebnisse, und man hat diese Spiralen,
Also die griechische Welt, obwohl die Griechen vielleicht vieles ahnten, was in dem Universum passiert, trotzdem die Tempel sind also eine Festlegung auf Erde und kontrolliert. Blablabla. Aber der lebendige Barock hat die Spirale. Es gibt eine Symmetrie, die aber ein bisschen man hinaus davon geht. Und auch, ich habe beobachtet, eine Fassade in Sizilien, in Busaibla, das San Gero, dass es hat, also es ist eine System bzw. eine Sektion von einem solaren System, meiner Meinung nach. Ja, und es gibt also rundherum die äußere, die bewegen sich um sich und um die anderen Elemente. Das wollte ich sagen, dass man sieht, und hauptsächlich das in der 18. Jahrhundert. Mhm. Ja, also ich glaube ganz stark, ich gebe Ihnen da vollkommen recht, dass natürlich die Disziplinen und die verschiedenen Akteure im Austausch waren. Die haben die Welt mitbekommen, was sich verändert hat. Und natürlich findet man nicht eins zu eins, aber man findet Ergebnisse der Naturwissenschaften, wirken sich auf die Kunst aus und auf die Architektur und das Denken, wenn sich das Denken ändert. Und da, ich glaube, das zeigt, dass die Welt im Austausch ist. Und gerade die Jesuiten, die haben in ihrem Orden ja alle Disziplinen vereint. Die haben die größten Astronomen ihrer Zeit ja unter sich gehabt. Mein erster Direktor, die ersten zwei Direktoren der Unisternwarte waren Jesuiten, Maximilian Heil und Paula Driesnecker. Und gleich nach Galilei, die ganzen astronomischen Beobachtungen, Sonnenflecken wurden von Jesuiten durchgeführt. Und natürlich hat das die Kunst beeinflusst. Und also ich sehe das ganz natürlich und überrascht mich überhaupt nicht. Es gibt ja auch die berühmte Kuppel der Jesuitenkirche, die ja auch so geometrisch entworfen ist, dass sie nur von einem Punkt ausschaut, als wäre es eine Kuppel. Ja, das muss ich sagen, dazu muss man recht viel können. Das geht nicht quasi nur mit Gespür, sondern da steckt viel Mathematik natürlich dahinter und Verständnis auch mit der Substanz, wie man bauen kann und was. Ja, weitere Fragen, Anmerkungen, Kommentare, Kritik, kunsthistorischer Input, ja? War das nicht noch vor nicht allzu langer Zeit auch also ein sehr autoritärer Reflex, dass einfach die Kirche zum Beispiel ihre Deutungshoheit nicht abtreten wollte und das ist einfach ihr sehr ans Eingemachte gegangen, wenn da jetzt die Wissenschaft dahergekommen ist und ich glaube, also da habe ich das Gefühl, dass das ein sehr wesentlicher Grund war, warum sich die so lange nicht verstanden haben. Ich glaube, alle, die Kinder haben, wissen, wie es ist, wenn man die Kinder groß werden sieht und sie in die Unabhängigkeit entlassen muss. Und ich glaube, diesen Prozess hat auch die Mutterkirche durchmachen müssen. Ganz unterschiedlich, ich möchte jetzt nicht in Details der Konfessionen gehen, aber das war ganz unterschiedlich im Protestantismus und im Katholizismus, da hat es sehr unterschiedliche Zeiten das gebraucht. Und auch andere Zugänge, weil es einen unterschiedlichen Umgang ja mit der Schrift auch gegeben hat. Und das hat auch Zeit gebraucht. Aber da war dann, es war aber eine Parallelentwicklung, die Macht des Faktischen war schneller als die offizielle Seite. Das wollte ich eben auch ein bisschen andeuten. Also schon Mitte 17. Jahrhunderts haben die Jesuiten nur mehr heliozentrisch gedacht. Sie haben es vielleicht nicht niedergeschrieben, gesagt, sonst hätten sie das nicht so ausrechnen können und so. Ne? Und die Beobachtung auch, die haben gezeigt, dass die Sonne ein befleckter Körper ist. Schlimm, dieses Sinnbild der Reinheit und des Ebenmaßes hat Makulae. Ja? Und der Scheiner, der Jesuit, hat die Rotation der Sonne als erstes bestimmt. Also, das haben die alle so gemacht. Und der Maximilian Hell hat den Abstand Erde-Sonne so genau wie nicht bestimmt. Also, wie gesagt, das war so eine Mischung aus pragmatischer Zugang. Es ist eh so, aber man hat halt dann gewisse Dinge nicht angerührt. Und ein interessantes Beispiel ist vielleicht auch nicht aus der Physik, sondern aus der sozusagen Übersetzung in das bekannte Beispiel der Jesuitenmission in China, die ja im Wesentlichen dann nach jahrzehntelanger erfolgreicher Tätigkeit
tatsächlich aufgrund aber halt von Ordenskonflikten nicht unbedingt nur von päpstlicher Autorität. Also auch die Kirchengeschichte ist ja komplexer. Also da geht es ja nicht immer nur darum, dass man die göttliche Autorität durchsetzen will. Da geht es ja oft um Partisanentum und Macht. Ja, genau. Wie generell in der Geschichte. Und die Jesuitenmission in China ist ja zum Beispiel, die haben halt alles ins Chinesische übersetzt. Und unter anderem eben auch so Worte wie Gott und Trinität. Und nachdem, also die waren da auch viel zu, die haben dann halt so das Wort für Himmel, für Gott genommen, das Chinesische. Das hat dann auch irgendwann jemandem nicht gepasst. Aber auch in einer Weise, die an die Galilei-Prozesse erinnert. Also gerade die Jesuiten waren da, sind ein gutes Beispiel für diesen doch relativ gesunden Pragmatismus. Sie haben gesagt, wenn wir ein paar Leute taufen können, ist uns jetzt wurscht, ob das Wort jetzt genau unseren transzendenten Gott abbildet oder ob es die Leute in China so überzeugt. Also das war auch nicht immer ganz so oben, unten polar, wie man sich das aus einer nachträglichen Perspektive auch vorstellen kann. Eine abschließende Frage vielleicht für unsere letzten 3 Minuten. Ich hätte eine Frage, die Ihr Referat nicht betrifft, der wunderbare, aber in Ihr Wissensgebiet fällt. Und zwar, welcher Astronom hat in Wien auf seinem Wohnhaus ein Observatorium oder eine Sternwarte? Marinoni hat das gehabt, das haben mehrere. Marinoni hat eine Sternwarte gehabt auf der Mölkerpastei. Ah, das ist ein, aber es ist mehrere. Es hat auch eine Astronomin, hat eine Sternwarte gehabt auf einem Wohnhaus. Meine Schande jetzt. Existiert eine Freien von, das existieren alle nicht mehr. Von Marinoni weiß ich es nur deswegen, von dem haben wir nämlich die Instrumente auf der Sternwarte. Der war der Landvermesser der Maria Theresia und der hat dann sein ganzes Instrumentarium der dann zu gründenden Unisternwarte vermacht. Und dann haben wir von dem noch sogar Instrumente. Das ist der Johann Jakob. Marinone, ja, der hat die Kartografie vor allem gemacht. Ja. Ah ja. Bitte. Noch eine ganz letzte Frage für die letzte Minute. Ganz kurz. Ich wollte sagen, diesen Konflikt, den Sie vielleicht fühlen oder wollen wir es hier bringen, zwischen Theologie und der Wissenschaft. Aber man kann sagen, und man hat gesagt, dass mehr wir wissen, mehr wir denken, desto größer ist also die Glory of the Spirit of the World, dass jeder mehr das empfangen hat. Ich meine, das ist kein Konflikt. Das ist ein sehr schöner Abschluss. Genau. Ja. Dankeschön. Dann darf ich mich sehr, sehr herzlich bedanken bei Ihnen beiden für den unglaublich spitzigen, anregenden Vortrag. Also wir haben ein bisschen was verstanden. Also ich habe ein bisschen was verstanden. Fast, das tut mir aber leid, wenn es ein bisschen war. Das bisschen liegt aber an mir. Das dann habe ich versagt. Ja. Nein, gar nicht. Nein, das ist unglaublich. Und für das schöne Beispiel für dieses Gespräch, das stattfinden kann zwischen sehr unterschiedlichen Welten und Disziplinen, dass man auch in die andere Richtung wirklich jetzt umdrehen könnte und Sie dürfen Marlene Deibel befragen, aber nicht mehr heute. Vielen, vielen herzlichen Dank. Auch Ihnen danke, dass Sie gekommen sind. Der nächste Durchgang sozusagen, der nächste Abend dazu, ist dann unter dem Titel Die Welt im Multitrauma. Also wir sind jetzt von der Krise gleich beim Multitrauma. Und zwar mit dem Herrn Professor Kurt Kottruschall, der vielleicht als Wolf-Spezialist bekannt ist, also Biologe, der also die Darwin'sche Kränkung aufgreifen wird, aber sehr in die Gegenwart auch wenden wird. Er ist im Gespräch mit Elisabeth Zissler, sie ist Sozialethikerin an der Universität Wien, auch Theologin. Und wir werden es ähnlich halten wie heute Abend. Ich glaube, es gibt noch ganz, ganz wenige Plätze. Also wir sind natürlich wieder begrenzt, aber ein bisschen, diesmal für diesen Abend haben wir einen größeren Raum bekommen. Das war heute leider nicht der Fall. Also wenn Sie noch Interesse haben und nicht schon angemeldet sind, dann könnten Sie es noch versuchen und ich würde mich freuen. Dankeschön, kommen Sie gut und gesund heim und einen schönen Abend noch. Thank you.